Heute könnte es endlich klappen, nachdem es tagelang ja für den DAX nach unten geht. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte an diesem Feiertag, der ja gleichwohl ein Handelstag ist beim DAX. Daher eben auch dieser Ausblick. Und wie gesagt, es könnte heute klappen, nachdem die US-Futures deutlich freundlicher sind jetzt zum Handelsstart, nachdem Tesla gestern Zahlen gemeldet hat, die okay waren und die Aktie nach oben gebracht haben. Das stützte den Tech-Sektor, stützt die Nasdaq. Und dazu noch die Erholung der Ölpreise, weil in Kanada Wälder brennen und kanadische Ölproduzenten ihre Produktion einstellen müssen. Und Kanada ist das Land, aus dem die USA mit Abstand am meisten Öl importiert. Schauen wir uns mal an, was die Asiaten draus gemacht haben. Nicht allzu viel. Da herrscht ein moderates Minus in Tokio, nach wie vor Feiertag, geht erst morgen los. Shanghai 027, Hang Seng 035, nachdem der Kaixin Einkaufsmanager Index schlechter ausgefallen ist für das Dienstleistungsgewerbe. 51,8 war eigentlich erwartet, 52,6, Vormonat war 52,2, also doch eine Enttäuschung. Allerdings in dem Bericht steht auch, wenn man ihn sich durchliest, dass die Beschäftigungskomponente wieder deutlich zugelegt hat, aber dass eben Strukturreformen weiter nötig seien, dass Steuerreformen weiter nötig seien. China ist derzeit sehr aktiv und versucht Investments wieder zu stimulieren durch allerdings sehr bürokratische Maßnahmen. Wir sehen Australien leicht im Minus, obwohl wir eine sehr gute Handelsbilanz gesehen haben und auch sehr gute Einzelhandelsumsätze gesehen haben. Ändert das nichts, dass man hier leicht negativ ist und eben den Vorgaben der US-Märkte folgt. Heute auch wieder Termine auf der Agenda, 14:30 die Erstanträge und dann 17:30 eine Rede von James Ballard, der bekannt ist dafür, die Märkte öfter mal durchzuschütteln. Es gibt wirklich kein Fed-Mitglied, vielleicht außer Janet Yellen, das so oft Bewegungen an den Aktienmärkten ausgelöst hat wie James Ballard. Daher wird darauf zu achten sein heute Abend. Und zu achten auch, wenn Sie heute Zeit haben und sich sagen, ich muss auch mal ein bisschen Schatten tanken und nicht immer in der Sonne liegen, dann gucken Sie finanzmarktewelt.de, da wird heute auch Berichterstattung sein, ein bisschen ausgedünnter, aber eben doch Berichterstattung. Jetzt gehen wir mal rein in die Charts und gucken, wie sieht die Lage aus, und das ist der Dow Jones auf CFD-Basis. Wir sehen, dass wir hier doch schon 100 Pünktchen jetzt höher sind als am gestrigen Tagestief, und all das hat der DAX eben noch nicht abgebildet, noch nicht nachgebildet, und das dürfte eben der Fall sein. Wenn wir uns hier mal diesen Chart anschauen, dann sehen wir, wir sind hier an dieser 9800er Marke, die haben wir mehrfach jetzt so angeteasert. Das ist eine Unterstützung vor der 9750er Marke, und der DAX dürfte nach meiner Indikation so um den Bereich 9850 reinkommen, also ein paar Pünktchen höher, und könnte dann eben nochmal versuchen, diese 9900er Marke anzulaufen, die er gestern nicht geschafft hat in Euphorie über die sehr starken ISM-Dienstleistungszahlen, die wir gestern gesehen haben. Gestern ja durchaus ein widersprüchlicher Handelstag, nachdem der ADP-Arbeitsmarktbericht schlecht war, war eben der ISM-Index gut und die Industrieaufträge gut. Morgen kommen dann die Non-Farm-Payrolls, die wahrscheinlich relativ schlecht ausfallen, darauf deutet manches hin. Wie auch immer, der DAX hat hier die Chance, vielleicht die 9900er Marke zu nehmen nochmal oder zu attackieren, vielleicht dann sogar diese 9945 für die 10.145, diesen Widerstand hier wird es wohl nicht reichen. Die Frage ist, ist das nachhaltig, wenn sich der DAX heute stabilisiert? Wohl eher nicht, aber es ist eben vielleicht mal eine Gegenbewegung zu dem, was wir in den Tagen davor gesehen haben. Auf größeren Zeitfenster sehen wir, das ist schon ein ziemlich herber Abverkauf. Da muss langsam mal eine Drehung rein, die 9,57 eigentlich Pflicht. Schauen wir uns mal den Euro an, der bewegt sich wenig, 1,1482. Das gilt auch für den Dollar-Yen, wie gesagt, der Feiertag in Tokio. Daher nicht so viel Bewegung. Aber was bewegt ist, das ist eben hier der Ölpreis, der wieder locker einen Dollar zulegen konnte, eben aufgrund dieser Brände in Kanada, und daher auch das leicht gestützte Sentiment für Aktien. Schauen wir uns das Gold an, 1281, auch leicht unter Druck nach dem Höhenflug über die 1300er Marke. Der Dollar ja wieder ein bisschen fester, das dürfte früher oder später den USA ein bisschen Sorgen machen und den US-Märkten ein bisschen Sorgen machen, aber wenn morgen die Non-Farm Payrolls schlecht reinkommen, womit zu rechnen ist,
Dann könnte der wieder ein bisschen abgeben. Der DAX, wie auch immer, hat heute die Chance, sich mal zu erholen. Man sollte diesen Handelstag vielleicht nicht allzu ernst nehmen. Das Volumen wird gering sein. Da wird nicht allzu viel los sein, sodass man heutige Bewegungen nicht überschätzen darf. Aber die Chance auf eine Erholung nach den Verlusttagen ist durchaus da. Und ich wünsche Ihnen jetzt erstmal einen schönen Feiertag. Heute Abend gibt es nochmal ein Marktgeflüster. Verpassen Sie das nicht. Bis dann. Ciao.